ich bin nicht gelaufen. Doch, doch. Bitte sehr. Von der BKK aktiv. Machen hier bei der Aktion klare Perspektive in der Opel. Eine Aktion von der Stadt und dem Gewerbeverein Rüsselsheim für eine Unterschriftenaktion, die der Frau Merkel am 31. März übergeben hat. Wir sind vom Rüsselsheimer Wochenblatt, das ist ein Produkt der Mainspitze und wir erklären uns solidarisch für diese Aktion, Appell an die Bundesregierung, klare Perspektive. Wir sprechen auch unsere türkischstämmigen Landsleute an in einer Übersetzung vom Deutsch-Türkischen Gewerbebund und ich halte die Aktion für sinnvoll und auch bis jetzt erfolgreich. Ja. Wir werden noch einige Stunden hier stehen und wir werden es sicher schaffen, 10.000 Unterschriften, das ist unser Ziel, zu generieren. Haben sich schon viele gemeldet, also bei Ihnen? Ja, bei uns haben sich schon sehr viele gemeldet. Ja. Allerdings ist auch der Gewerbeverein der Stadt und so weiter dabei. Gut, vielen Dank. Wir sind ein Rüsselsheimer Verein, wir nennen uns die New National Rodeo Line Dancer und wir helfen der Stadt Rüsselsheim, indem wir hier Unterschriften für die Regierung sammeln. Natürlich engagieren wir uns für unsere Stadt, in der wir tanzen, trainieren und viel Spaß haben und auch leben. Ja. Hallo, wir sind von der Max-Planck-Schule und wir sind auch hier wegen Opel, weil wir Opel unterstützen wollen. Und wir waren am Dienstag auf einer Auftaktveranstaltung zum Thema klare Perspektiven. Und deshalb sind wir jetzt auch hier, weil wir Opel unterstützen wollen und auch Unterschriften ansammeln für Opel. Super. Hallo, guten Morgen. Wir sind von der Josa-Gemeinde und wir stehen hier für den Opel. Hey. Wir sind vom Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim. Der Christian hat so eine Art Privatstand gemacht. Da könnt ihr euch dazu stellen. Typisch für unsere Partei. DS, die auch in Rüsselsheim ist und die für Opel unter anderem Datenverarbeitung macht, wären erstens direkt natürlich betroffen, wenn es Opel hier nicht mehr gäbe und zweitens versucht unser neuer Eigentümer HP bei uns 30% der Leute rauszuschmeißen. Dagegen wehren wir uns, haben uns organisiert, machen Warnstreik. Auch deshalb stehen wir hier, um zu sagen, rettet auch EDS, rettet Opel und EDS. Vielen Dank. Damit Opel in Rüsselsheim bleibt, die sind echte Kugel und echte Rüsselsheime. Und wir wollen haben, dass es hier auch weggeht. Ja. Achso, ich stehe alles. Drei. Ja, und warum sind Sie hier? Warum bin ich hier? Ich fühle mich solidarisch für die Firma Opel erklären, weil es geht um vieles hier. Es geht auch um die Geschäftswelt. Wenn Opel hier nicht mehr existiert, dann gibt es hier auch keine Geschäfte mehr. Und darum stehe ich hier. Auch mit dem eigenen Sinn. Danke. Am 31. März die Frau Bundeskanzlerin kommt. Wir erwarten aber auch von ihr, dass sie uns klare Zusagen gibt, dass die Politik uns helfen will, dass sie sich einsetzt gegenüber der amerikanischen Regierung, dass wir entsprechend dann die Zusagen von USA bekommen, dass alle europäischen Werke
an den neuen Opel umgehängt werden können, sodass wir dann hoffentlich ab April, Mai unser neues Unternehmen aufbauen können mit den schönen Produkten, die wir haben. Danke. Vielen Dank. Ja, also, wir sind hier von der SPD und wir unterstützen die Aktion Klare Perspektive für Opel und sammeln hier Unterstützung wie viele andere auch. Okay. Im Moment. Danke. Ich bin der Vorsitzende vom Deutsch-Türkischen Gewerbebund Wirtschaftsverbindung. Wir alle halten zusammen und wir sind nicht nur heute nur zusammen. Danke. Ja, wir wollten fragen, was möchten Sie erreichen heute bei dieser Aktion? Durch diese Unterschriften? Ja, wir möchten unsere Solidarität mit Opel bekunden und zeigen, dass wir an den Standort glauben. Und glauben Sie, dass das gilt? Auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig, dass die Menschen zeigen, dass sie zu Opel stehen. Ja, und ich denke, viele sind schon da und kommen noch mehr. Ja, wir sind die Vertretung der Gustav Heinemann Schule heute hier und wir haben uns da gestern noch inspirieren lassen und haben heute Morgen alles zusammengepackt und mit dem Bestellen zwischen Schule Opel zusammen. Super, wunderbar. Ja, bitte. Ja, können Sie sich vorstellen, Ihre Aktion? Ja, wir machen die Opel-Aktion, dass wir machen uns jetzt die Aktion für die Opel. Ja. Wir sind auch merken, wir kommen bis 31. Ja. Danke. Könnten Sie ein auch Wort zu dem Thema sagen, was heute hier in Rüsselsheim Innenstadt passiert? Ja, bitte. Mein Name ist Thomas Bach. Ich setze mich zusammen mit dem Treffpunkt Innenstadt und den Einzelhändlern hier in Rüsselsheim für die klare Perspektive Opel ein. Wir wollen, dass Opel eine Chance bekommt, dass Opel weiter existiert und wir werden uns mit allem, was wir haben, einsetzen, um den Erhalt der Existenz von vielen Familien und Betrieben aufzuhalten. Vielen Dank. Mein Name ist Patrick Burger, ich bin der örtliche Landtagsabgeordnete hier aus Rüsselsheim und nehme an der Aktion hier teil und ich finde es beeindruckend, was Rüsselsheim und die Vereine hier auf die Beine gestellt haben und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir hier ein Signal nach ganz Deutschland aussenden, dass Rüsselsheim zu 100% wieder Opel steht und dass wir in hoher Erwartung der Entscheidung, was jetzt am Ende passieren wird, damit Opel hier ein Signal setzen und es ist beeindruckend, wie viele Menschen hier auf der Straße sind und wie viele Unterschriften wir schon gesammelt haben und ganz großes Lob an diese Aktion. Wir erwarten ja die Kanzlerin am 31. März hier in Rüsselsheim und erhoffen uns da schon ein klares Signal in die Richtung, wie es weitergehen wird. Und ich gehe ja stark davon aus, dass es weitergehen wird. Ich denke, die Frage ist noch wie, aber ich denke, dass Opel eigenständig als europäischer Konzern eine Möglichkeit hat zu überleben und auch sehr hervorragende Autos zu bauen. Und das zeigen sie ja gerade mit den neuen Modellen, die sie jetzt vorgestellt haben oder auch schon auf der Straße sind, wie der Insignia zum Beispiel, der ja Auto Europas geworden ist 2009. Und das zeigt, glaube ich, dass Opel überlebensfähig ist und dass es eine Zukunft hat. Vielen Dank. Moment. Soll ich was sagen? Gut. Es gibt ein paar Privatpersonen, ein paar Institutionen, die diese Sache ins Leben gerufen haben. Wir waren, ich sag's mal auf Hessisch, wir waren stinkig. Da reden die Leute über die Arbeitnehmer hier von Opel, ob sie systemrelevant sind oder nicht. Möchten sie systemrelevant sein? Das ist so unmenschlich. Hier geht es darum, ob Leute Arbeit haben, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken können, ob sie noch morgen zum Opel gehen und abends wieder heimkommen oder nicht. Es geht nicht um systemrelevant. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen mal mit einer anderen Sprache den Leuten mal deutlich machen, um was es hier geht.